Leute, schönen guten Abend zusammen. Kurzes Einleitungsvideo noch. Es ist, ich sage in dem Video immer, einen Millimeter zwischen Kugellager und Ausgleichsscheibe. Es ist nicht ein Millimeter, man sieht das auch eigentlich in den Videos drinne. Es ist 0,10 und 0,10 ist ein Zehntel von einem Millimeter. Das bitte mit beachten. Und dann habe ich auch vergessen, leider zu sagen, die Ausgleichsscheibe, diese jene, die kommt mit der Aussparung so drauf. Also die Aussparung zeigt zum Kugellager. Bitte mit beachten. So, nächste Video Zusammenbau habe ich gesagt gehabt. Und dann kommt noch ein Video, habe ich mir jetzt bestellt, eine Standheizung aus Dingdongland von Provinz Hechen. Und die will ich auch vom Bunker einbauen, weil ich wollte jetzt dort nicht Ofen extra oder sonst was und mit Strom heizen. Das frisst mir ganz schöne Batterien. Ja, da muss ich nämlich immer dann umstecken, will ich nicht. Und deswegen kommt da auch ein Video und das testen wir auch mal, wie das funktioniert. Für 100 Euro kann man nicht falsch machen. So, soll das gewesen sein? Bis dahin immer schön mal da gucken, klicken, ne? Schön, dass ihr dabei bleibt. Prost euch und genießt mal noch eins. Tschüssi. Oh, Hallöle zusammen und schönen guten Abend. Ist ja schon wieder später. Ja, ihr könnt schön sehen, ne? Differential ist drin. Und Wellen lässt sich auch wirklich super butterweich drehen, alles. Nur eins. Dieses typische Schleifgeräusch, was ich gesagt hatte, von der Ölförderschnecke kommt. Da ich mir nicht sicher war, ob die auch verzogen ist, habe ich jetzt Folgendes gemacht. Moment, zeige ich euch. Na, zeige ich euch mal in Irrsinn dabei. So, hier die neue Ölförderschnecke. Na, und jetzt der Irrsinn. Guckt euch das mal an. Das sind die Ausgleichsscheiben, die ich brauchen tue für hier. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Irrsinn meine ich damit, jede Scheibe einzeln verpackt. Also Leute, das muss wirklich nicht sein. Die hätten nur alle 10 Scheiben so reintun können. Das ist ja kein Hochleistungs- oder sonst irgendwas, wo was zerkratzen könnte. Vor allen Dingen sieht man ja auch, die sehen ja nicht so besonders aus. Ich bin wirklich nicht eigentlich so öko oder sonst irgendwas, aber das ist wirklich übertrieben. Das ist echt übertrieben. Gut, jetzt machen wir das mal mit den Ausgleichsscheiben. So, und da hatten wir ja gesagt, oder ich hatte ja gesagt gehabt, es muss hier dazwischen, zwischen Getriebe, also dem Kugellager und der Ausgleichsscheibe die 0,10, also 1 Millimeter sein. Habe ich jetzt hier zwar schon, wenn ich das jetzt mal hier ein bisschen straff rein, Moment mal kurz. So, ich habe das jetzt mal drin, ne? So, jetzt ist ja aber das Problem. Die hier unten, die dürfen nur mit 12 Newtonmeter angezogen werden. 12 Newtonmeter, werde jetzt denken, ist nicht viel, ist eigentlich auch nicht viel in dem Sinne. Aber das Problem ist, ich zeige euch mal wirklich, was die 12 Newtonmeter oder wenn ich das nur mal ein bisschen handfest mache, nur die zwei Schrauben. Oder ich habe ja hier einen Newtonmeter Schlüssel. Ich mache das mal auf die 12 Newtonmeter. So, das ist erstmal nur leicht angezogen jetzt, das hat noch lange den Knacks gemacht. Ah, mir fällt gerade was ein. Licht. Mit Licht geht's besser. Sagt ihr da immer. So. Immer noch die 12 Newtonmeter. Jetzt. Erste 12. Zweite. So. Und jetzt gucken wir mal hier. Wo hier das Hauptproblem schon ist. Ja, ich krieg's nicht mehr raus. Es sitzt fest. Das heißt, jetzt wieder auseinanderbauen und dann, deswegen habe ich mir, Moment, nämlich diese ganzen Scheiben einzeln jetzt bestellt. Ja, das geht von, ich glaube, 1,9
bis 2,3, glaube ich, hatte ich gemacht gehabt. Weil die Scheibe hier, die drinne ist, diese hier, die ist 2,4. Und die ist viel zu dick. Und die machen wir jetzt mal raus und dann messen wir gleich mal und dann tun wir uns Stück für Stück ranarbeiten. So Leute, sorry kurz. Es ist nicht 2,4, die ist 2,8. Ja, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht durchs Licht so. Also die Scheibe ist 2,8 und ich habe bestellt von 1,9 bis 2,7. Das heißt, die nächste Scheibe, die ich jetzt nehmen tue, ist logischerweise 2,7. Die suche ich mir jetzt. Kurzer Hinweis noch, damit ihr das auch, warum das so ist, hier dazwischen Spiel. Ich habe das jetzt nochmal festgezogen auf die 12 Newton und jetzt ist schade, soll ich das sagen, schade eben, dass ihr das selber nicht mitkriegen oder fühlen könnt. Auf alle Fälle hier, es geht richtig sau, sau straff. So, und das darf definitiv so nicht sein. Und wenn ich das jetzt lösen tue, die Motor, die Schrauben, zu wenig. Na, jetzt habe ich die bloß gelöst, da ist das noch gar nicht weiter runtergekommen, aber hier geht schon viel leichter. So, und wenn ich jetzt die Welle, die sitzt da jetzt hier noch straff drauf, wenn ich jetzt mal kurz so mache, hier, jetzt ist die Scheibe locker, dann kriege ich jetzt auch den hier wahrscheinlich dazwischen. Na, ja, gerade so. Und so müsste es so sein, gerade so, genau so. Kriege ich dazwischen und jetzt hier ganz leicht. Wunderbar. Gut, bloß als kurze Anmerkung. Jetzt geht es weiter mit den Scheiben, bis wir die richtige Größe haben. So, Ausgangspunkt der Scheiben. Das war die 2,8er, 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3 fehlt. Logischerweise ist also die passende 2,3. Warum? Zeige ich euch. Und zwar, 2,3er ist drin. Ich kann den Deckel noch leicht bewegen. Ja. Getriebe lässt sich jetzt wirklich hier ganz leicht schön drehen. Und ich habe hier dazwischen, also die 0,10. So soll das sein. Und hier hinten dran habe ich, passt auf, meine 12 Newton. Weiter geht's mit dem Zusammenbauen. Wie gesagt, Schaltwelle mache ich extra mal ein Video. Mit Freilauf hatte ich in dem vorhergehenden Video schon gesagt gehabt, wie man das testen kann. Ne? Ja, so greift er nicht und so greift er. Und der hier ist, wie gesagt, der ist wie neu. Ich hätte ihn jetzt mal auseinanderbauen können, aber hier ist nichts dran. Das kann ich mir nicht vorstellen. Differential. Moment. Ach ja, weil ich das gerade sehe hier. Fehlt ja die Papierdichtung. Die ist immer so ein bisschen filigran. Die geht meistens kaputt. Oder man passt wirklich auf. Aber ich mache lieber gleich alles neu. Und hier ist auch so ein großer Gummiring dazu. Also es ist nicht einer, es sind zwei. Und da habe ich erst mal überlegt, wo der hin soll. Und da ist eigentlich nur die einzige logische Erklärung. Da kommt so hier drauf, den Aluring. Für die Simmerringe, Antriebswelle außen zum Abdichten. Da sitzt er dann jetzt so in der Nut drinne. Ne? Gesagt, beim alten Getriebe wäre es ja aufgeschraubt, aber ich wollte das nehmen, weil es ist noch besser. Und da kommen die hin. Nächster Punkt mit den Simmerringen. Die waren ja jetzt auch, das sind die neuen. Und die kriegt ihr auch nie reingekloppt oder sonst irgendwas. Also ihr braucht schon hier so eine Presse, ist schon von Vorteil, wirklich. Mit der kriegt ihr das auch wirklich, dass die richtig schön flach drinne sitzen, so wie das sein soll, und dass hier nichts kaputt geht, verkantet oder sonst irgendwas. Bei den Simmerringen müsst ihr aufpassen. Es gibt Simmerringe, die sind, also die das jetzt sein müssen, die haben nämlich wie so eine Art Ölfutter-Abstreifring, sage ich es jetzt mal. Ich glaube, ich habe das auch so gelesen. Und dann gibt es noch Simmerringe, Moment. Das sind diese. Die habe ich selber noch nagelneu da. Aber ihr seht, hier innen drinne ist dieses Wabenmuster oder dieses Fischgrätenmuster wie hier. Ja, das dort ist das nicht drin. Und hier ist auch keine Laufrichtung drauf. Komme ich leider zur Laufrichtung. Würden aber von der Größe her
genauso passen. Nummer ist auch identisch, bis auf eben, dass bei dieser Nummer, Moment, habe ich den alten. Das sieht man jetzt bitte schlecht hier bei dem. Moment mal, der hier. Jetzt sieht man das hier, da ist noch ein S oder hier ist ein R rechts wahrscheinlich dabei. Und dann ein D oder irgendwas, ein Zusatz jedenfalls. Das ist bei diesen Summerringen nicht so. Und ich nehme mal stark an, dass das mit der Lippe was zu tun hat. Und ich kann es euch nicht sagen, ob ich die hätte nehmen können oder nicht, ob die gedichtet hat. Ich weiß es nicht. Ich bin auf Nummer sicher gegangen, habe die richtigen passenden dazu genommen. Da müsst ihr aber auch auf eines aufpassen. Dieser kommt hier hin. Halt, nee, das ist der von da drüben gewesen. Der kommt hier hin, weil außen. Oh, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Aber, haha, seht ihr, und das macht es mir jetzt bloß gut ein bisschen einfach. Das Problem ist an der Sache: Hier ist dieses Muster drin und bei den neuen Sommerringen ist keine Laufrichtung dabei gewesen. Keine Laufrichtung. Jetzt habe ich überlegt: Oh Gott, wie finde ich denn jetzt den richtigen raus? Jetzt muss ich mal selber kurz gucken. Aha. Hier könnt ihr das sehen, das ist der alte Summering. Und das ist der Pfeil. Das heißt, der geht im Uhrzeigersinn. Und im Uhrzeigersinn muss auf dieser Seite sein und gegen Uhrzeigersinn muss auf der Seite sein. So, das heißt, der kommt hier, also gegen Uhrzeigersinn ist hier, wo das Stirnrad ist, vom Differential. Da kommt das gegen Uhrzeigersinn hin. Und jetzt brauche ich bloß mal kurz gucken, wie das Muster hier drin ist. Das zeigt zu mir und das hier. Das zeigt auch zu mir. Seht ihr? So, und damit weiß ich, der ist hier. Weil wenn ich den jetzt nehmen würde, da ist das Muster anders. Das geht entgegengesetzt. Seht ihr? Das geht nach so. Deswegen muss dieser jene hier hin. Klein mal eine kleine Kunde für Summerringe. Ich weiß ja nicht, ob das irgendjemand was nützen tut. Ja, soweit so gut erstmal. Hier mache ich jetzt noch alles sauber. Das mache ich auch noch sauber. Dann kommt hier Dichtmittel drauf. Moment, das hole ich mal. Das ist dieses jene. Silikondichtung, Psycho HT, habe ich beim Stabilo Gold wieder Werbung gemacht, verdammt. Aber das ist mir egal. Das ist auch von Petek. Von Petek hatte ich auch diesen Karosserie-Dichtkleber, der ist wirklich super. Und der wird ja bloß ganz dünn, wird jetzt dieses Silikondichtungsmittel hier drauf geschmiert. Andere machen das wahrscheinlich jetzt hier noch am Lager extra noch ringsrum. Oder Manfred Brautsch hatte ich gesehen gehabt, dass der beim Kugellager sowas gemacht hat, aber das mache ich nicht. Übrigens, das Kugellager habe ich schon neu gemacht. Das ist so, die Welle ist ja so in Ordnung. Brauche ich eigentlich jetzt nichts weiter noch dazu sagen. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, was ein bisschen komisch ist, das sind die Schrauben. Das sind die langen Schrauben. Oh, die sind sogar noch richtig schön goldfarben. Das muss neu sein, oder überholt. Auf alle Fälle, hier ist er blank und dann kommt das Gewinde. Ne? Bei den anderen zwei Getrieben, die ich auseinandergenommen habe, ist das bei den kurzen Schrauben auch so gewesen. Bloß bei dem hier ist ein durchgehendes Gewinde. Bei allen anderen Schrauben, nur bei den langen nie. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ist das Original oder haben die das genommen, wo die das damals Getriebe überholt haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann mir da einer von euch einen Tipp geben, ob ich die trotzdem nehmen könnte. Weil ansonsten nehme ich die anderen Schrauben vom alten Getriebe, obwohl das wäre eigentlich gleich die beste Lösung. Da umgehe ich das eventuell. Auch funktioniert haben muss es ja. Gut, wer es eventuell weiß, mir mal einen Tipp geben, bevor. Na, Guti. Das wäre es erstmal gewesen. Für den Teil. So, wenn es zusammengebaut ist. Bloß noch ein kurzes Video, wie es dann aussieht. Bis dahin erstmal. Weitere Videos folgen. So. Was sagt der Daim? Halb acht ist schon. Bierzeit. Tschüss.